Tatsächlich kennen wir uns jetzt doch schon ziemlich lang. Uns verbindet mehr als nur ein ähnlicher Studiengang. Wir verstanden uns sehr gut, haben viele Gemeinsamkeiten. Und soweit ich weiß, gab's zwischen uns nie wirklich Streitigkeiten. Wir haben uns viel erzählt und viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben gemeinsam gelästert, viel philosophiert und gelacht. Natürlich gab's auch Differenzen, doch die konnten wir uns sparen. Unter besten Freunden nahmen wir uns schließlich so, wie wir waren. So vergingen die Jahre, der Kontakt ebbte ab und doch. Jedes Mal, wenn wir uns trafen, merken wir immer noch, wie gut dies uns tat und was wir voneinander haben. Warum kann ich das jetzt nur noch für meinen Teil sagen? Ein Freund, der bist du mal gewesen. Dann hast du mich versetzt und mich so tief verletzt, dass ich nicht mehr verstehe, war ich dir wirklich wichtig, mein Freund? Kann ich dich so jetzt noch nennen? Mein Bild von dir ist kaputt, nur noch Asche und Schutt. Ich möchte dich so viel fragen. Es ist normal, dass Bekannte sich irgendwann wieder verlieren. Doch ich war fest überzeugt, sowas würde uns nicht mehr passieren. Aber ich dachte auch, ich kannte dich eigentlich gut. Nur ahnte ich nicht, dass du jemand bist, der dann so etwas tut. Danke, dass du so ein guter Freund bist, hast du mir mal gesagt. Und es braucht nicht viele Freunde, wenn man die richtigen hat. Warst du da nicht ehrlich und was dachtest du dir dabei? Dies sind jetzt nur noch Phrasen für scheinheilige Heuchelei. Ein Freund, der bist du mal gewesen. Dann hast du mich verbannt, unsere Freundschaft verbrannt, dass ich nicht mehr verstehe, war ich dir wirklich wichtig, mein Freund? Musste das wirklich geschehen? Ich komm nicht darauf klar, ist denn alles, was war, für dich nicht von Bedeutung? Wieso willst du es nicht wagen, mir einfach zu sagen, was dich denn die ganze Zeit plagen musste? Ich wär doch für dich da und wir waren so nah, darum sag mir doch, was ich nicht wusste. Stattdessen haltlose Vorwürfe ohne Erklärung und ohne Gewährung auf Nachsichtigkeit komplett dich zu machen und Wut zu entfachen, anstatt Empathie und Vertraulichkeit. Ich will dich nicht hassen, doch kann ich's nicht fassen, dass du nicht kapierst, was du ruinierst. Durch dein feiges Schweigen, narzisstisches Schreiben, mich nicht anzusehen und mir nicht zu gestehen. Was hat dich getrieben, mich so abzuschieben, mit mir so abzuschließen, mich da zu erschießen? Du lässt mich hier bluten, treibst mich in den Wahn. Was habe ich dir denn getan? Der bist du mal gewesen. Doch nach dem, was geschah, willst nie mehr, wie es war. Wieso tatst du das bloß? Mein Freund, ich würd dich so gern verstehen.
Doch du ließ mich allein und ich möchte dir verzeihen, also lass ich dich los.